Der Gendarmenmarkt, ein Touristenhotspot, bekannt aus jedem Reiseführer. Aber hier wohnen? Max Riemelt zog kurz nach der Wende mit seiner Mutter hierher. Für 10 Jahre wurde die Gegend sein Kiez. Viel verändert hat sich auch knapp 20 Jahre später an dem Haus nicht. Sehr, ja, sieht sehr ähnlich aus. Der Spielplatz im Innenhof der Plattenbauten. Eine Oase, mit der man von außen überhaupt nicht rechnet. Ich war, glaube ich, in der 2. Klasse sind wir hierher gezogen und ja, habe ich auf einmal am schönsten Platz Europas, wie man so schön sagt, gewohnt. Man hat sich einfach getroffen, das fand ich auch so toll an der Zeit, dass es da halt noch nicht so diese Handy-Mania gab, wo man sich die ganze Zeit hin und her textet, sondern man hat sich halt verabredet und dann hat man sich da getroffen und dann hat man den Nachmittag miteinander verbracht. Das klassizistische Schauspielhaus, heute als Konzerthaus genutzt, war für Schulkind Max ein verbotener Abenteuerspielplatz. Naja, wir mussten natürlich alle Gebäude auch mal von innen sehen und überall einsteigen. Ich kann mich erinnern, im Schauspielhaus gab es noch nicht so viel Sicherheit und da waren wir auch mal einfach so drin. Die Bühne erobert hat der Sohn natürlich nicht. Er geht einen anderen Weg. Eine Bekannte nimmt ihn zu Castings mit und er bekommt kleine Rollen in Fernsehproduktionen. Als Kind hast du noch so einen Welpenschutz und ich durfte halt, wie gesagt, ganz früh ganz viel lernen. Mit der Komödie Mädchen, Mädchen ist er das erste Mal auf der Kinoleinwand. Eine Schauspielschule besucht er nicht. Ich war mir immer unsicher, weil ich viele gescheiterte Existenzen auch als Schauspieler irgendwie wahrgenommen habe. Ich glaube, mit Napola habe ich es dann ernst genommen. Also das war wirklich so eine Charakterrolle, die mich halt den Film sozusagen hat tragen lassen. Und da habe ich das dann halt gemerkt, also was da für eine Kraft auch drin stecken kann. Er startet durch, wird 2005 zum European Shooting Star der Berlinale. Viele Charakterrollen folgen in Der rote Kakadu und Die Welle. In der internationalen Science-Fiction-Serie Sense8 übernimmt er eine der 8 Hauptrollen. Und im Tatort spielt er einen Geiselgangster. In der Folge Die Zeit ist gekommen. Nun ist Max Riemelt wieder im Kino zu sehen in Kopfplatzen. Er spielt den Architekten Markus, der ganz ruhig wirkt, ein netter, zurückhaltender Typ. Doch in ihm glüht ein fürchterliches Verlangen. Er fühlt sich von Kindern sexuell angezogen. Es findet überall um uns herum statt, das ist ein Fakt. Und Menschen werden damit quasi geboren und müssen damit leben ihr ganzes Leben. Und werden, glaube ich, dadurch, dass es halt tabuisiert wird, in so eine Ecke getrieben, beziehungsweise kriegen so einen gewissen Druck innerlich, der dann irgendwann eventuell mal eskaliert. Es muss Ihnen absolut klar sein, dass Sie zwar für Ihre Neigung nichts können, aber Sie können was für Ihre Handlungen. Den Pädophilen zu spielen, ist eine Gratwanderung für den 36-Jährigen, der selbst eine Tochter hat. Darüber zu sprechen ist ganz schwierig, weil die Menschen nicht differenzieren wollen. Also sie wollen es so weit wie möglich von sich wegschieben. Wir sind halt keine Effekthascher irgendwie. Wir wollen nicht irgendwie die Leute provozieren oder so, sondern wirklich ganz nüchtern aus der Perspektive dieses jungen Mannes erzählen, der sich seines Dilemmas bewusst ist oder bewusst wird. Denkanstöße will er geben. Mit Kopfplatzen gelingt ihm das furios. Es ist aber nur eine Facette seiner Arbeit. Sein aktuelles Projekt verspricht viel Action. In Babelsberg wird der 4. Teil der legendären Matrix-Saga gedreht und er ist mit dabei. Es gibt viele Sachen, die für mich interessant sind, auf jeden Fall. Ja. Es gibt nicht nur das eine oder das andere. Seine Fans wird es freuen, dass er dem deutschen Kino treu bleibt, bei allem internationalen Erfolg.